Ich grüße euch, Freunde des Entitos, und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Allerdings heute mal zu einem kleinen Info-Video bezüglich des neuen Developer-Updates. Es geht um die Schädelhändlerin. Jawohl, die wird nämlich nochmal gebufft, kann man sagen, und eine kleine Downside bekommt sie, aber die ist kaum der Rede wert. Es ist wieder eine Menge Text hier, was die Entwickler aufgebaut haben. Ja, ich werde nicht alles vorlesen, ich gehe auf die Kernelemente ein. Es geht quasi um drei Punkte hier, haben sie geschrieben. Es fühlt sich nicht so an, als würde ihr die Macht der Schädelhändlerin bei einer Verfolgungsjagd genug helfen. Es fühlt sich nicht so an, als ob genug Risiko gibt, eine Klauenfalle zu haben. Und die Schädelhändlerin ist zu gut darin, drei Generatoren zu halten, was zu sehr langen Matches führt. Also schön, dass sie schon mal diese Punkte erkannt haben. Ja, der Killer war meiner Meinung nach einfach noch nicht ready für den Release, ganz einfach. Also, es haben sich schon Probleme abgezeichnet auf dem PDB. Ja, da konnte man ja schon sehen, dass die Schädelhändlerin sehr gut darin sein wird, einen Dreier-Gen zu halten. Wurde trotzdem so rausgehauen. Jetzt gibt es halt nochmal die ganzen Fixes hinterher. Ja, wie gesagt, die haben mir eine Menge Text dazu geschrieben. Ich gehe, wie gesagt, nur auf die Kern, auf den Kern dieser Text. Dieses Textes ein. Ich werde also nicht alles vorlesen. Der Kern dieses Textes auf der Jagd ist der erste Punkt, ist quasi die Mitte hier, ja, diese schöne Mitte. Und da schreiben die Entwickler einfach Folgendes: Um ihre Stärke in einer Verfolgungsjagd zu verbessern, haben wir ein paar Änderungen vorgenommen. Erstens erhält die Schädelhändlerin jetzt einen wachsenden Tempoeffekt für jeden Überlebenden, der auf ihrem Radar verfolgt wird. Dieser Bonus beginnt bei 3% für einen Überlebenden, steigt auf 5% für 2, 6% für 3 und 7% für 4. Sowohl Clownfalle als auch aktive Drohnenzonen werden dazu beitragen. Und der Killer muss seinen Scanner nicht inspizieren, um die Vorteile zu nutzen. Dies wird den Killer dafür belohnen, dass er seine Kraft effizient nutzt und seine Beute im Auge zu behalten. Also, wir halten mal fest, die Schädelhändlerin ist ein Killer. Der ist normal schnell. Ja, sie ist normal schnell. Sie ist so schnell wie der Trapper. Und ja, sie ist ein Zonenkiller. Man kann aber auch sagen, auch so ein bisschen ein Vorbereitungskiller, weil die Drohnen müssen ja erstmal platziert werden. Man muss erstmal dahin laufen und Drohnen platzieren oder sie in der Chase benutzen. Und das war immer etwa eine Downside quasi, weil in der Zeit, wo die Animation läuft, die Drohne zu setzen, haben Überlebende den Loop verlassen oder sowas. Und damit der Killer schneller hinterherkommt, kriegt sie jetzt einen Tempo-Buff, der schon sa saftig ist. Also das ist schon eigentlich frech, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Dann gibt der Hexe doch auch sowas, gibt dem Trapper sowas, ne? Wer ist noch so wie, ne? Ihr wisst, was ich meine. Gibt doch dann allen solchen Killern diesen Buff, um ältere Killer auch wieder relevant zu machen. Ne? Gerade Trapper, Hexe sieht man so super selten. Die würden davon auch richtig nice profitieren. Nein, jetzt kriegt nur die Schädelhändlerin kriegt das. Und das ist schon. Uff, die wird einfach in der Chase schneller. Ja, wenn ihr eine Klauenfalle habt oder von einer Drohne erfasst worden seid, dann wird die schnell. Dann geht die ab. Ja, wie gesagt, hier 3, 5, 6 und 7%. Das ist schon saftig eigentlich. Dann wurde noch ein Add-on in Space Kit übernommen. Und zwar habe ich ja gesagt, es gibt dieses braune Add-on. Oder habt ihr sicherlich alles schon selber gespielt? Es gibt dieses braune Add-on, was einen super starken Effekt hat, nämlich hat man eine Clownfalle und voltet über eine Palette, dann zerbricht die Palette, aber die Clownfalle ist sofort kaputt. Aber dennoch super stark, weil man den Überlebenden einfach eine Palette for free abziehen kann. Ja, und das ist ja eigentlich der zweite Punkt, denn dieses Add-on kommt einfach in Space Kit, so wie es hier steht. Zweitens, ich lese es einfach mal vor. Zweitens führt das Überspringen einer Palette mit einer Clownfalle dazu, dass diese Palette zerbricht und dabei die Clownfalle zerstört. Dies war zuvor Teil des gemeinsamen Ultraschall-Fallen-Lautsprecher-Zusatzes. Mit dieser Änderung wird es viel gefährlicher, mit einer Clownfalle verfolgt zu werden. Also diese Fähigkeit, dieses Add-on, kommt quasi in Space Kit des Killers. Das heißt, das Add-on wird wahrscheinlich eine neue
eine neue, wie heißt es? Was Neues kriegen, also eine neue Fähigkeit kriegen, wahrscheinlich vielleicht mal das Blutpunkt-Ding, was immer noch ausgeblieben ist auf dem Killer. Aber ja, also haben wir wieder einen Killer, der Paletten brechen kann. For free quasi. Also, dass das ins Space Kit kommt, finde ich einfach zu stark. Ja, man musste vorher einfach einen Add-on-Slot dafür nehmen. Das fand ich okay. Das war gut, das war in Ordnung. Und das wurde den Survivern sogar angezeigt unten in der Ecke als Debuff. Ja, dieses kleine rote Symbol wurde dir angezeigt, dass okay, dass du wusstest, wenn ich jetzt die Palette wollte, dann ist die weg. Ah, jetzt ist das im Base Kit oder kommt ins Base Kit. Ich weiß ja nicht. So, dann der zweite große Punkt ist die Generatorenverteidigung. Und da interessiert uns eigentlich auch nur das erste und zweite hier. Sie schreiben eigentlich, also es geht darum, dass wenn eine Drohne gehackt wird, dann geht die ja zurück ins Inventar des Killers und er kann sie neu platzieren. Und damit der Killer diese Dreier-Gen-Taktik nicht so durchknüppelt, wie es zurzeit ist, hatten die Entwickler folgende Idee. Wenn eine Drohne gehackt wird, dann ist die zwar erstmal weg, also dann geht die nicht so, die ist dann weg vom, also die verlässt die Map, ja, die Zone, die Drohne ist weg, geht aber nicht sofort in das Inventar zurück, sondern mit etwas Zeit verzögert, ja? So. Also ihr hackt die Drohne, die aktuell auf dem Live-Server ist ja so, ihr hackt die Drohne, die ist sofort wieder beim Killer, kann die sofort wieder neu setzen. Und die Entwickler planen das jetzt so, dass die gehackte Drohne zwar auch wieder ins Inventar zurückkehrt, aber Zeit verzögert. So. Und da schreiben sie wo fangen wir denn hier an, damit das auch alles sinnvoll erklärt wird? Genau, also erstens, um sicherzustellen, dass Überlebende eine Clownfalle nicht auf unbestimmte Zeit halten können, um sie daran zu hindern, ihre Kraft einzusetzen, werden Clownfallen jetzt sofort zerstört, sobald ihre Batterie leer ist. Und die Batterie von Clownfallen werden nicht mehr aufgefüllt, wenn sie eine aktive Zone betreten. Auf diese Weise kehren Clownfallen immer nach einer festgelegten Zeit zurück. Weil Clownfallen bekommt man ja nur, wenn man eine Drohne gehackt hat. Man möchte also jetzt mit dieser Änderung Survivor ermutigen, Drohnen zu hacken, aber gleichzeitig verhindern, dass nur ein Survivor über die ganze Map düst und nur die, also ihr wisst, was ich meine, ne? Mal angenommen, ihr hackt jetzt eine Drohne, kriegt ihr eine Clownfalle. Zurzeit ist es ja so, wenn die Batterie abgelaufen ist, könnt ihr die abmachen. Das wird ja dann jetzt nicht mehr so, sondern wird dann quasi automatisch zerstört. Und damit wollen die Entwickler halt vermeiden, dass ein Survivor quasi auserkoren wird, um Drohnen nur zu hacken quasi. Das schreiben sie aber auch nochmal hier oben. Um ihre Fähigkeit, Generatoren zu verteidigen, zu dämpfen, werden Drohnen nicht mehr sofort an die Schädelhändlerin zurückgegeben. Das habe ich eben gesagt, zeitverzögert halt. Sobald sie deaktiviert sind, stattdessen werden sie zurückgegeben, sobald ihre jeweilige Fallen zerstört sind. Okay, das hatte ich überlesen. Sorry, Leute. Dadurch wird es schwieriger, defekte Drohnen an diesen Generatoren zu ersetzen. Also, dann gehe ich mal davon auch aus, dass es so sein wird, der Survivor hackt die Drohne, kriegt die Falle, die Drohne ist noch auf dem Spielfeld oder ist schon weg, ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorstellen kann. Auf jeden Fall, der Survivor hackt die Drohne geht aber nicht sofort zurück zur Schädelhändlerin, sondern wird erst zurückgegeben, wenn die Falle zerstört ist. Und ich denke mir auch mal so, es wird dann so sein, die Leute, die eine Falle haben, können keine Drohne hacken. Halt damit nicht einer rumläuft und nur Drohnen hackt und alle anderen machen Gen-Action oder sowas. Zweitens werden Drohnen in einen unhackbaren Zustand versetzt, wenn ein Überlebender mit einer Clownfalle in der Nähe ist. Genau, das habe ich gerade erklärt. Das war mir, aha. Dadurch wird verhindert, dass ein einzelner Überlebender herumrennt und jede Drohne deaktiviert. Was bedeutet, dass der Killer immer eine Kombination aus vier Clownfallen oder Drohnen zur Verfügung hat.
In Kombination mit den oben erwähnten Änderungen an Klauenfallen wird die Schädelhändlerin immer Wert aus ihren Fähigkeiten ziehen, egal ob durch eingesetzte Drohnen oder Fallen. Ja, also, nochmal kurz zusammengefasst, die Drohne kommt erst zurück, wenn die Klauenfalle abgelaufen ist und Leute, also Survivor mit einer Klauenfalle in der Nähe einer aktiven Drohne können diese nicht hacken. Also nur Survivor, die noch keine Klauenfalle besitzen, können dann Drohnen hacken, damit die Schädelhändlerin Value aus entweder Drohne oder aus der Klauenfalle zieht, in Kombination mit den oben genannten Tempo-Boost natürlich, was die Killerin wieder bufft. Also es ist grundsätzlich ein Buff eigentlich. Es ist Buff, Nerf, keine Ahnung. Also das mit den Drohnen und der Generatorenverteidigung ist halt so ein Zwischending, wie ich finde. Ich finde es gut, dass sie versuchen, diese Dreier-Gen-Taktik zu brechen, dass das nicht mehr so gut möglich sein wird. Aber andererseits finde ich es auch nicht so gut, dass die dann so einen Tempo-Boost kriegt, nur wenn sie Leute auf dem Radar verfolgt oder sowas, ja. Ich meine, das ist schon ein Killer mit Standardgeschwindigkeit. Und da kriegt ja for free einfach nochmal, wenn es gut läuft, 7% obendrauf. Und dann, wenn die Leute in der Drohne sind, werden die auch noch gefährdet. Das kommt auch noch hinzu. Jetzt stellt euch einfach mal vor, der Myers, nur mal angenommen, Myers, ja, einfach nur, weil ich letzter Zeit viel gegen Myers gespielt habe. Der Myers kriegt einfach, wenn er euch stalkt, also for free, keine Add-ons, keine Perks, for free, er stalkt euch. Und wenn er erfolgreich dann eine Diabolik-Stufe aufgestiegen ist, kriegt er for free einfach so 7% Tempo-Speed obendrauf. Das wäre unfair. Aber genau das machen sie eigentlich bei der Schädelhändlerin. Weil wenn es optimal läuft, dann hast du die Klauenfalle auf 3 Leuten, dann kriegst du den Tempo-Boost von 6%. Und wenn es nochmal richtig, richtig sahnig läuft für dich, dann sind vielleicht 2 oder einer reicht ja schon. Wenn nur einer durch eine Drohne gefährdet ist, reicht schon. Das ist schon top, 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 top. Ja? Also, ich finde es gut, dass sie versuchen, die Dreier-Gen-Taktik zu brechen, dass die Drohnen nicht sofort zurückkommen, ne, dass man das Drohnen-Hacken nicht useless ist und so weiter. Also, das finde ich alles gut hier. Dieser Abschnitt Generatorenverteidigung finde ich gut. Aber der Abschnitt hier oben mit auf der Jagd mit dem Tempo-Boost, dieser Tempo-Boost, Leute, da sehe ich zu viel Potenzial, das auszunutzen als Killer. Mit Perk-Kombinationen, mit ihren eigenen Perks, die nochmal so einen ähnlichen Effekt geben. Du kannst da locker, wenn es gut läuft, mit dem Killer dann auf einen Tempo-Speed von plus 15 kommen. Finde ich nicht geil als Survivor, sorry. Und dann gibt es hier noch die Rubrik Zusätze, wo sie einfach nur schreiben, dass ein paar Zusätze geändert werden. Ne? Zum Beispiel Ultraschall-Fallenlautsprecher. Da dieser Zusatz in das Basekit des Killers integriert wurde, braucht es einen neuen Effekt. Der Ultraschall-Fallenlautsprecher reduziert jetzt die Zeit, die es dauert, bis unentdeckbar innerhalb einer aktiven Zone wirksam wird, um 50%. Ja, geil. Also, wenn die Schädelhändlerin in ihrer eigenen Drohnenzone ist, dann dauert es, glaube ich, 2 Sekunden oder 3 Sekunden, dann wird die unentdeckbar. Und mit dem Add-on nochmal die Hälfte reduzieren. Spinne ich oder was? Dann leere Batterien. Dieser Zusatz wurde in extrem selten geändert, um seiner hohen Effektivität zu entsprechen. Das ist dieses Clownfallen-Add-on gewesen, leere Batterien. Und Rotor-Prototyp. Dieser Zusatz wurde zu sehr selten geändert, um seiner Effektivität besser gerecht zu werden. Das war, glaube ich, vorher ein pinkes, also sprich ein schillerndes Add-on mit einem super useless Effekt. Und dann gibt es noch adaptive Beleuchtung. Aktive Beleuchtung verlängert jetzt die Dauer des Effekts unentdeckbar um 50%, vorher 20%. Ja, geil. Also du hast hier 2 Zusätze, die machen dich schneller unentdeckbar und es hält auch noch länger an.
dann bist du sowieso gefährdet als Survivor, dann boostet sich der Killer mit 6% Tempo obendrauf und geil. Geil. Schädelhändlerin wird also ordentlich gebufft. Der eigentliche Nerf, ja, ist dann das, dass sie nicht mehr die drei Gens gut halten kann. Aber mit solchen Buffs juckt dich keine 3-Gen-Taktik. Ja, also really. Dann schreiben sie hier noch was, dass sie mit den Schreien irgendwas geändert haben. Was ich allerdings ein bisschen uninteressant finde. Also vorher haben sie die Schrei-Animation oder generell die Schreie angepasst. Und haben dann hier noch geschrieben, dass die Schreie 3D waren, dass man also gut lokalisieren konnte, aus welcher Richtung das kommt. Das wird wieder zurückgemacht auf die 2D-Schreie, dass man die Schreie dann auch quasi über die ganze Map hört, aber nicht mehr lokalisieren kann, genau aus welcher Richtung die jetzt kommen. Und das war's. Im Großen und Ganzen geht's hier um die Schädelhändlerin, liebe Leute. Um diesen enormen Buff, den sie bekommt. Was soll ich dazu sagen? Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, das wird problematisch für die Survivor. Sie wird dadurch aber immer noch kein super starker Killer, sondern nur ein super, super nerviger, quasi der Ritter 2.0. Der Ritter, den finde ich persönlich ziemlich nice. Also vom Design her, also es ist ein Ritter, ich liebe Dark Souls etc. Er versprüht diesen Dark Souls Vibe. Seine Fähigkeit ist aber zu dämlich, sag ich mal. Und die Schädelhändlerin schlägt jetzt in dieselbe Kerbe, wird sogar noch gebufft, damit die noch ekliger wird. Und das finde ich nicht gut. Also ich finde gut, habe ich ja schon gesagt, dass dieses 3-Gen-Gemache nicht mehr möglich sein wird. Das ist okay. Aber dieser Tempo-Boost, da sehe ich massive Probleme, liebe Leute. Aber was haltet ihr von dem Developer-Update zur Schädelhändlerin? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst uns darüber diskutieren. Es würde mich brennend interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis denne und ciao.